Ja, moin moin Freunde des spielenden Zunft. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Immer noch New Game Plus 14. DLC, die Bosse hatte ich ja eben gelegt mit meiner Freundin. Nun ist hier hinter direkt die nächste. Maria, die Fürstin, war im 13. nicht so schwierig. Mal gucken, was sie jetzt im 14. Durchlauf drauf hat. Ausdauer schon wieder so leer. Mann, 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 Mann. Jetzt geh schlafen, Kleine. Jubel hat sich nicht viel geändert. Das ist eine verhältnismäßig schwache Endgegnerin. Vergleichsweise mit dem verfluchten Ludwig. Oder aber auch Laurenz, also der wirklich. Oder auch Cosm, der im Waisenknaben. Also die passt hier so gar nicht in das Bild rein. Allerdings, wenn man mit mehreren reingeht, kann die ganz schön anstrengend sein. Also die, muss ich wirklich sagen, ist alleine deutlich einfacher zu battlen. Ja, das war's auch schon. Das war ein kurzer Einblick nochmal. Ach so, für all jene, die es noch nicht wissen, aber das wird mittlerweile, das DLC ist ja auch schon jetzt seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten auf dem Markt. Der Zugang für die, die es noch spielen wollen, zum geheimen Fischerdorf ist hier. Hier haltet ihr das Ziffernblatt. Nee, Himmel, was war das überhaupt? Ja, dieses Blatt hoch, habe ich jetzt gar nicht so schnell gelesen. Und dann dreht sich hier im Uhrenturm, drehen sich die Zeiger, das Uhrwerk macht einen Gang frei. Das wäre dieser hier und über diesen Gang, über diesen Zugang kommt ihr dann in das geheime Gebiet, was auch nochmal sehr schön und interessant gestaltet ist. Einen richtig schönen und extrem schnellen Endboss auch beherbergt. Ja, und noch ein paar schöne Blutsteinbrocken findet man dort. Also das ist wirklich nochmal ein schönes Zusatzgebiet. Auch wie gewohnt mit tollen Abkürzungen. Also wie man es kennt von den From Software-Entwicklern. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Sofern ich nicht noch was reinstellen sollte, dann wünsche ich es euch halt nochmal oder für die, die dann nur das zweite oder das nächste Video von mir anschauen. Und verbleibe mit einem Winken. Bye bye und auf Wiedersehen.